Se non sei con me, when you're not around, ti puoi fidare di me. Let us dance, our dance. Take my hand, I don't ever let go. If you know me, you know. Non ballo senza te. Okay. Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu Tag 3 in Los Angeles. Oh ja, das ist echt ein großes Zimmer. Wir verlassen gerade das Hotel. Wir sind schon seit, wann sind wir aufgestanden? Um 7 waren wir, glaube ich, richtig wach, ne? Aber ja, wir waren früh im Bett gestern. Wir waren, also zumindest ich war richtig kaputt gestern. Ja. Ich auch nicht. Weil ich war zwar voll kaputt, aber ich war nicht so müde. Ja. Aber irgendwie sind wir dann trotzdem eingeschlafen. Ich glaube um 9 oder 9:30. Wie lange war ich noch an meinem Vlog? 10? Ja. Naja, und jetzt machen wir uns auf den Weg. Wir haben ja... Oh, eine Sekunde. Wir haben ja alle großen Sachen so eigentlich schon abgeklappert. Sprich, jetzt können wir eigentlich machen, so worauf wir Bock haben. Und ich stelle euch mal auf Helge. Hm, na gut. Das klappt nicht so gut. Wir werden jetzt mal in ein paar... Was heißt in ein paar? Wir fahren jetzt als erstes in ein Outlet. Ins Citadel Shopping Outlet. Und danach ins The Grove Shopping Center, das ist ganz schön. Ja, gucken wir einfach mal, ne? Ja, da ist eine Cheesecake Factory in The Grove. Das machen wir auf jeden Fall. Ja, das machen wir jetzt wohl. Schnuggel. Bevor wir losfahren, muss ich erst die Route gucken. Dann guck du mal nach der Route und ich mach die Musi an. Oder wollen wir nicht ein bisschen Radio hören? Können wir auch. Mal was anderes. Da kommt auch immer dasselbe. Ja, aber wir können ja die Radiosender durchswitchen. Das können wir tun. Dann mache ich das doch mal. Präsidentin. She looks perfect. I don't deserve it tonight. Tonight. 60 minutes of non-stop kiss music continues. On LA's number one hit music station. 102.7 Kiss FM. And I know she'll be the death of me. At least we'll... Warum regnet das denn jetzt so? Was soll das? Nee. Was sagst du dazu? Oh ja. Was sagst du dazu, dass es so regnet? Ich sag scheiße. Scheiße, ne? Dann bist du da dann halt die ganze Zeit shoppen. Ja, kein Problem. So, hello. Leider ist es voll am Regnen. Na, wo ist... Na, also es regnet auf jeden Fall. Gerade war es voll am Regnen, jetzt geht's. Und wir sind jetzt angekommen im Citadel Shopping Outlet. Ich habe meinen Schal mitgenommen. Oh, willst du nochmal zurück? Und ich weiß, dass es hier zum Beispiel ein Disney Outlet gibt. Ja, hier gibt es auch Ark Outlet. Ja. Da müssen wir wohl jetzt Geld ausgeben, weil wir in den Läden sein müssen, genau. Weil es regnet. Ja. Ah, das sieht voll süß hier aus. Das sieht das aus wie so eine eigene Stadt. Und hier ist H&M. Okay, dann merkt ihr, dass wir bei H&M zum Parkhaus gehen. Das ist aber kein Outlet, oder? Ich weiß ich nicht. Hier rein und guck, wie teuer Strumpf ist. Ja, ich komm mit. Hallo, wir beimsen. Mal bitte, was ich bei H&M im Sale gefunden habe, diesen Pulli. Und der ist wie mein Lieblingspulli von Primark. Mit so Flausches. Dingern. Meiner hat die zwar ein bisschen weiter oben und in rosa. Und der Pulli ist grau, aber richtig geil. So ein Flausche-Pulli. Geil.
Diese Schuhe werde ich mir jetzt kaufen. Die sind doch schön, oder? Oder die. Dann sehe ich aus wie eine Fee. Oder wenn wir jetzt mal ernst bleiben wollen, dann die. Die sind am schönsten. Leute, ich bin so ein Opfer. Wir probieren gerade Axe an. Und die habe ich gerade anprobiert. Das sind die ganz normalen in Größe 7. Also 37. Und ich habe gerade gemerkt, dass die ich an habe, Größe 6 sind. Und 6 gibt es nur in der Kinderabteilung. Jetzt habe ich Größe 6 Kinderabteilung an und das passt perfekt. Bin ich ein Opfer oder bin ich ein Opfer? Aber die passen einfach. Ich habe jetzt ernsthaft Schuhe aus der Kinderabteilung an, ne? Und die passen besser als die da. Ja, weiß nicht, mit so einem Loch. Also auch okay, aber... 50%, denke ich. Oh krass, ja. So, wir machen jetzt mal eine kleine Pause. Wir waren schon relativ erfolgreich shoppen. Wir haben so ein Sandwich und so mega geile Pommes. Das werden wir uns jetzt mal teilen und essen. Yummy. Zeig es. Tschüss. Boah, geil, Alter. Geil. Also man muss definitiv Prioritäten setzen. Es geht um die wichtigen Dinge im Leben. Los Angeles, Hollywood, da Beverly Hills und dann In-N-Out. Wie gesagt, Prioritäten. So, wir fahren jetzt zum nächsten Shopping Center, zum The Grove. Eigentlich wollen wir gar nicht mehr shoppen, oder? Ja. Aber warum fahren wir da hin? Zur Cheesecake Factory. Und das sieht da ganz schön aus. Ja. Vielleicht shoppen wir doch. Ich muss auf jeden Fall irgendwo noch eine Strumpfhose besorgen. Und da ist Downtown, man sieht das leider gar nicht, weil es sehr bewölkt ist. Sehr. Ja, leider. Irgendwas wollte ich auch noch sagen für den Vlog. Vergessen. Wir fahren jetzt auf der 101. Wir driven down the 101, ey, was genau. Los? California, here we come. Oder sind schon. Wir sind jetzt angekommen im The Grove Shopping Center und machen jetzt das nächste Shopping Center um sich herum. Und da ist die Lara. Und hier ist die Laura. Die Laura. Hier ist die Vanessa. Jetzt sind wir da. Now, wir are hier. I turn you around to see all the magic that is happening here. Da haben wir geparkt, da steht unser Auto. Ja, aber ich glaube nur Reiche. Nur die von da hinten kommen beim Parking. Ja, die sieht auch reich aus. Ah, ne, die, ja, dann nimm die auch ein. Ja, mach doch. Ja, dann mach. Aber einen nur, oder? Los, Laura, los. Das ist ein großer, ne? Komm raus. Geilon. Ja, hier sind auf jeden Fall die Cupcakes. Komm, wir gucken die uns mal an. Ja. Geilon. Oh, guck mal, da gibt es auch so Babys, kleine. Sehen die aber gar nicht aus. Ah, doch, die sehen schon geil aus. Du musst mal lesen, wie die heißen, dann weißt du, dass die geil sind. Na gut. Gucken wir mal später, ob wir uns was mitnehmen. Okay, und jetzt laufen wir durch das Shopping Center. Oh, Weihnachten sah es aber schon ein bisschen schöner aus hier, wo das alles so geschirrschelmügt war. Mhm. Oh, wo hat die denn die La Durée-Tüte her? Torte. Das sind Macarons, oder? Ja, aber geil. Haben wir die nicht sogar auch in Paris gegessen? Ja. Oh, hello. Oh, der Cronut. Oh, geil. Das ist die Bäckerei, wo es Cronuts gibt. Von dem Dominik. Möchtest du ein Essen? Ich wäre nicht abgeneigt. Die sind nicht so besonders. Oh. Wenn du den holen willst. Lass mal gucken. Nein, nicht toll. Na toll.
Ist das der Erfinder von denen? Ah. Hier? Ach, ich wollte schon sagen. Krass. Boah, sieht aber schon fancy aus. Sieht mega geil aus. Hi guys, welcome to the Green. Hi. Ist das der einzige Cronut, den die haben? Es gibt scheinbar, nur einen, ne? Cronut. Ach so. Jetzt gibt's einen Cronut. Ein Cronut. Honey Jam und irgendwas. Irgendeine Ganache. Ja. Please eat within 6 bis 8 Stunden. Okay. Okay, gönn dir. Das ist grün. Zeig mal. Schmeckt es nach Pistazie? Ich hätte gedacht, es schmeckt nach Pistazie, weil das so nach Pistazie aussieht. Wie oft kann man Pistazie in einem Satz sagen? Weiß nicht, aber es schmeckt ganz geil. Ja? Probier. So, nach dem kleinen Snack geht's jetzt weiter. Oh, hier geht's raus. Und dann schauen wir uns mal hier um. Das ist, kennt ihr diesen neuen Disney-Film, A Wrinkle in Time? Ich glaube, in Deutschland gibt's den noch gar nicht. Da seht ihr das Grove. Und hier ist ja die ganze Zeit ein Wasserspiel. Das geht hier noch so rum und da hinten geht es auch noch weiter. Wie sie mit ihrem Schirmstock über die Brücke marschiert. Oh ja, voll süß. Oh, hübs. The Spring Water. So, guckt euch das hier mal an, die ganzen Torten und alles in der Cheesecake. Oh, yo, low carb. Ah, der da hinten. White Chocolate Macadamia. Oh mein Gott. Reese's Peanut Butter Chocolate Cake. Letztens hatte ich den Chris Outrageous Cheesecake, der da hinten ist. Aber der war mit Koko. Ha. Hershey's Chocolate Bar Cheesecake. Boah. Oreo Dream Extreme Cheesecake. Alter, ich will alles probieren. Fresh Banana Cream Cheesecake. Ich glaube, ich nehme den durchgeletzte Karamell Cheesecake. Ja. Oh, die sehen alle so gut aus. So, oh wow, das Licht ist komisch. So, besser. Also, wir sind jetzt in der Cheesecake Factory. Ich habe einen Raspberry White Chocolate Truffle. Irgendwas. Und du hast White Chocolate Macadamia, ne? Irgendwas Macadamia, Caramel. Mega. Ja, dann. Vanessa, sag mal, wie es geschmeckt hat. Boah, lecker, aber. Ich bin so voll. Das war wirklich sehr lecker. Ja, war echt gut. Oh. Ladies and Gentlemen. Oh, Entschuldigung. Nicht du. Wo gehen wir hin? Target. Ab in den Target. Müssen den Wagen. Wir fahren dann mit durch. Wir setzen uns drauf. Ich glaube, wir sind durch den Ausgang reingegangen, Hase. Ist nicht so schlimm. Wo geht's lang? Hier lang. Ich kaufe dir eine Osterdekoration. Oh, schöne Kleider. Kaufst du dir? Nein, ich will meine Strumpfhose. Eventuell. Warum ist das hier so groß? Ich komme nicht zurecht. Ich glaube, ich war es einmal in meinem Life in einem Target. Hallo? Ja? Ja? Oh, ich komme nicht klar.
Ich komme mit. Wow, hier ist einfach immer so hell in dieser Bude. Oh, in der Bumsbude. So, wir sind jetzt im Hotel. Wieder. Hey Girl. Hallo. Hallo. Und wir machen heute eigentlich nicht mehr viel. Es ist jetzt schon, wie ist es, 7:30 oder so? Nee, 7. 7. Das ist ja für unsere Verhältnisse schon ein bisschen spät. Wenn wir um 6:30 wieder aufstehen. Ja. Gell? Aber wir werden jetzt noch ein paar Folgen Vampire Diaries gucken. Weil Shameless zum Beispiel gibt's hier nicht. Sagst du, ne? Weil wir sind ja in Amerika und da kann man auch nicht deutsches Netflix oder Amazon gucken. Du kleine Bitch. Und Vampire Diaries habe ich kurz vor Ende der 7. Staffel aufgehört. Und deswegen gucken wir das jetzt. Ja. Ja. Ich habe jetzt erstmal gehen für abschminken, duschen und Vlog schneiden und so. Ja. Ja. Also, würde ich sagen, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Oh. Und wir sehen uns morgen wieder. Sie. Sie. Bis morgen. Hauptsache, der fokussiert mich nicht, sondern dich. Hm. Da musst du jetzt Tschüss sagen. Tschüss. Tschüss. Hehe.